Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft von den APK Gaming Plus. Wieder hier mit mir, dem Alex, am Start. Ja, das hier ist die weitere Special-Folge, wie ihr wahrscheinlich schon den Titeln der letzten Minecraft-Special-Folgen entnehmen könnt, die ja schon draus sind. Ich nehme das jetzt gerade am Mittwochmorgen um 5 Uhr auf. Ja, ich kann morgen sagen, weil ich mal nicht die Nacht durchgemacht habe, sondern irgendwie abends sau früh ins Bett bin und dann um 2, 3 Uhr, nee, ich glaube um 3 Uhr bin ich aufgestanden, weil ich so früh ins Bett bin, irgendwann um 6 oder so, weil ich da schon komplett fertig war, weil ich die Nacht davor, also beziehungsweise die Nacht davor kaum geschlafen habe. Was ihr jetzt gerade seht, ist ja ein weiteres Special-Video, heißt dreifache Geschwindigkeit. Ja, die letzten beiden Parts, die schon raus sind, die gestern und vorgestern kamen, um es so auszudrücken, die hatten ja, waren ja 2 Stunden Aufnahmematerial und ja, genau. Und ich habe natürlich jetzt noch ein bisschen weiter Gameplay aufgenommen, weil es gab noch viel, viel Erde abzutragen, sehr viel Erde zu klatschen, um es mal so auszudrücken. Und ja, ich habe ein bisschen übertrieben aufgenommen, von Sonntag auf Montag, glaube ich, habe ich das Gameplay dafür aufgenommen, genau. Ich habe insgesamt, und jetzt haltet euch fest, 5 Stunden 16 hier auf dem Server jetzt zugebracht. Und das ist jetzt halt klar, dreifache Geschwindigkeit, werde ich für euch abspielen lassen und nachkommentieren selbstverständlich. Und das wird dann eine Zeit sein, diese 5 Stunden 16 aufgenommene Spielmaterial wird dann eine Abspielgeschwindigkeit haben, wird dann eine dreifache Abspielgeschwindigkeit, 1 Stunde 43 für euch an Video sein. Diese 1 Stunde 43 gibt es natürlich nicht heute in dem Part alles auf einmal, sondern ich habe das Ganze jetzt auf 4 Parts verteilt, das heißt, wie gesagt, noch 4 weitere Special-Folgen. Genau, und so im Endeffekt wird es halt laufen. Wie gesagt, dreifache Geschwindigkeit und noch 3 Parts, der hier und noch 3 weitere. Und wahrscheinlich, was ich jetzt noch nicht aufgenommen habe, es ist noch ein kleines bisschen was zu tun, also werde ich wahrscheinlich nochmal so rund eine Stunde genau dasselbe Spielchen machen und dann nochmal so eine 20 Minuten Special-Folge raushauen. Das heißt, wie ihr auch den Titeln von den Videos gestern und vorgestern entnehmen könnt, wird es 7 Special-Videos geben. 6 davon, wie gesagt, sind ja jetzt klar definiert, habe ich auch schon das Spiel für gemacht und daran konnte ich eben absehen, dass ich noch ungefähr eine Stunde brauchen werde, bis es so perfekt auf der Welt ist, wie es denn sein soll. Und dann werden wir natürlich wieder, werde ich wieder zusammen mit Pia ein bisschen Minecraft aufnehmen. Ganz normal im gewohnten Stil nach den 7 Special-Folgen. Nach der einen Woche quasi für euch mit Special-Folgen wird es dann ganz normal weitergehen. Und werde ich ganz normal mit Pia wieder zocken und wir können dann anfangen, die Mauer zu bauen. Hoffe ich doch mal. Genau. Ja, das waren jetzt so die kurzen Informationen darüber, wie es denn jetzt so weitergeht. Was ich denn hier im Grund genau gemacht habe, ist jetzt wieder, dass ich hier weiter diesen Berg an Stein und Erde abgetragen habe. Genau deswegen mache ich das ja. Ich habe jetzt für euch wieder schön, wie ihr wahrscheinlich hören dürftet. Ich höre es im Moment gerade nicht, aber das ist nicht besonders verwunderlich. Habe ich euch wieder ein bisschen, habe ich euch wieder schön Musik von den Circle of Alchemists in den Hintergrund geklatscht. Es wird immer ungefähr dieselbe sein, nur in einer anderen Reihenfolge. Tut mir leid, so schnell produzieren die Circle of Alchemists, die hammergeil sind auch nicht neue Tracks. Was wollte ich denn noch sagen? Irgendwas gab es gerade noch. Achso, ihr habt gerade eben zu Anfang des Gameplays, habt ihr gesehen, dass ich aus den Enderperlen, die ich im letzten Part, also gestern, bekommen habe, diese 5 Enderperlen aus 2 Endermännern, dank meinem geilen Schwertes mit Plünderung, habt ihr gesehen, wie ich die Ender-Chests rausgemacht habe und da habe ich dann, wie ihr es in Schnelldurchlauf gesehen habt, natürlich einen in mein Zimmer, einen im Piers Zimmer und eine in diesen schönen Raum, der dazwischen ist. Ich habe jetzt quasi noch 2 übrig, darauf habe ich eine zum Ender-Auge gemacht und die andere ist noch als Ender-Perle da. Und dafür müsste ich halt, wenn wir noch weitere Truhen brauchen, hätten wir zumindest schon mal welche. Ich müsste dann halt nur wieder, Obsidian farmen gehen, was nicht so das Problem ist. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie weit ich denn hier schon das letzte Mal war. Okay, na gut, ich weiß schon Bescheid. Okay. Ja, was hier so im Endeffekt, wie es halt ich gerade immer relativ gleich vor mit dem, was das betrifft an
um eben eine große Menge abzubauen. Das heißt, immer schön hier, immer so mehr vierteln, wie ich es auch schon das letzte Mal gemacht habe. Und da mache ich im Endeffekt einfach nur weiter. Ist simpel natürlich, ist einfach jetzt ja, nichts Besonderes. Und genau deswegen mache ich das auch so, wie ich es dann jetzt mache. Genau. Was gibt es vielleicht noch weiter zu sagen? Wir haben mittlerweile Mittwoch. Also ich habe Mittwoch, ihr habt, jetzt muss ich gerade mal selbst denken, das ist gerade ein bisschen unprofessionell, aber darauf habe ich mich gerade nicht vorbereitet, das kam mir nur so im Kopf wieder. Natürlich bin ich hier wie immer unvorbereitet, in das Nachkommentieren steige ich jetzt hier ein, aber ich meine, vom Grund aus bin ich halt Let's Player und kein Commentator, von daher, ja, ich hoffe, ihr tut mir das ein bisschen, ja, nachgeben. Was ich sagen wollte, genau, wir haben jetzt mittlerweile der dritte Part, heute kommt der zweite, dritte kommt am, genau, der dritte, dieser Part hier ist am, müsste am Donnerstag jetzt rauskommen, okay, dann kann ich es, denke ich mal, schon ein bisschen ankündigen, ich hoffe, ich kündige es jetzt einfach an, ist mir scheißegal. Wir werden, wie ihr gemerkt habt, kamen die letzten Tage auf dem 16 Uhr Spot kein Video mehr raus, kein SimCity mehr. Wir werden nämlich Rust Let's Playen, oh ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon heute eine Folge rausgekommen ist um 16 Uhr oder ob morgen um 16 Uhr eine kommt. Aber ich hoffe doch mal, dass es so sein wird, dass dann eben entweder heute eine schon kam, was ich noch nicht weiß, oder es kommt eben morgen eine. Und ist auf jeden Fall ein geiles Spiel. Wir haben das Let's Play bei Pizmi natürlich wieder gesehen. Wo denn auch sonst? Unsere Lieblings-Let's Player, die wir so gucken. Also vor allem der von Pierre. Von mir ist es, ja, ich meine, Pizmi ist hammergeil und so. Ihr kennt ja die Stories von der Gamescom und deswegen sind die mir noch sympathischer, als sie eh schon waren. Aber ich gucke ja auch noch ein paar andere und viele auch. Was ich übrigens sagen muss, ich gucke auch viele Let's Player, die klein sind und eine gute Qualität abliefern. Das ist das, was immer hoch steht. Gute Qualität. So zum Beispiel, wie heißt dieser eine Kanal? 4Fub Minecraft, irgend so was. Den gucke ich auch. Die haben irgendwie 4000 Abos oder so. Dann gucke ich noch Mr. Manuel LP. Also bei ihm gucke ich immer die Sparks Challenge. Da haben wir ja leider nicht mitgemacht, weil ich da irgendwie. Ich habe es mir kurz überlegt gehabt, ob ich bei der Sparks Challenge mitmache, auch Videos mache, aber naja, ich halte mich für zu skilllos, um zum Beispiel gegen den Ender Dragon dann am Ende anzutreten. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Wie gesagt, ich überlege halt schon seit einer gewissen Zeit, ob ich denn nicht schon mal, also nicht seit einer gewissen Zeit, sondern im Moment halt, ob ich nicht mal Minecraft Feed the Beast Let's Playen sollte. Also unregelmäßig, also ein bisschen unregelmäßig natürlich, auf dem 20 Uhr Spot, glaube ich, ist das. Da kann ich auch gerade nochmal was zu sagen. Dieser 20 Uhr Spot ist eine Uhrzeit, die wir uns vorhalten, wo aber nicht immer was kommt. Da kam jetzt seit einer Woche zum Beispiel gar nichts, aber es kann immer mal wieder was kommen. Das heißt, es ist so eine Uhrzeit, da kann jeder einfach ohne Plan, ohne Regelmäßigkeit, kann da irgendwann mal was kommen. Heißt, die 16, 17, 18, 19 Uhr, 16, 17, 18, 19 Uhr, genau, diese Spots sind immer fest. Unseren Kanalbanner werde ich auch die Tage nochmal updaten, weil der ist ja doch schon ein bisschen, ein bisschen weit weg von der Realität. Aber solange, das werde ich, glaube ich, dann machen, wenn auch wir angefangen haben, Rust zu Let's Playen, weil es keinen Sinn macht, vorher nochmal ein Update vom Kanalbanner zu machen. Genau, und da werdet ihr es dann auch noch sehen. Ja, was war ich jetzt gerade hängen geblieben? Achso, genau, ich war bei kleineren Let's Player hängen geblieben. Ich gucke zum Beispiel Mr. Manuel LP sehr gerne, weil er eine gute Qualität hat und mich unterhält, obwohl er erst, ich glaube, 15 ist. Hat auch jetzt nur 500 Abos, die hat er durch Skate bekommen, weil Skate 702 bekommen, weil der ja mal mit ihm aufgenommen hat. Skate 702 hat zur Orientierung 42.000 Abonnenten, legt aber jetzt eine schöne Pause von YouTube für einen Monat ein, ist ja auch kein Problem. Von daher, bei mir ist es wirklich, was das betrifft, total unabhängig. Ich gucke zwar auch die Großen wie Pete Smitty und Kronk und Sarazar, also vor allen Dingen eigentlich nur Kronk und... Man muss wirklich sagen, bei Kong und Sarazar und so, die sehe ich immer so ein bisschen als eins. Die sind für mich eine Gruppe wie Pizmi, nur dass sie halt mehrere Kanäle haben. Bei denen gucke ich immer, jetzt geht ja online, das ist natürlich das absolute Muss, was ich bei denen gucke. Obwohl ich da natürlich froh bin, jetzt endlich auch mal spielen zu dürfen. Ich habe ja ein bisschen gedauert bei mir, bis ich mir GTA Online gekauft habe. Hat ja irgendwie, zwei Monate, drei Monate gedauert. Ich habe erst die ganze Zeit einfach drauf spekuliert,
dass es eben für die Next-Gen-Konsolen kommt. Aber dann hat mich doch irgendwann vor einem Monat oder so diese Lust drauf überzeugt. Was mich halt überzeugt hat, war nicht GTA Singleplayer, sondern vor allen Dingen GTA Online. Das ist das, warum ich mir eigentlich dieses Spiel GTA jetzt gekauft habe im Nachhinein. Weil dieser Online-Modus finde ich einfach so geil. Und darauf habe ich Bock. Nicht unbedingt auf dieses, nicht unbedingt halt auf den Rest, was da so dabei ist. Das ist immer recht, egal. Genau, ich war bei YouTubern, genau. Wen gucke ich denn so alles? Also ich habe, um es zusammenzufassen mit meinem privaten YouTube-Account, ich glaube 130, 140 Kanäle abonniert und bestimmt, boah, das ist jetzt reine Schätzung, davon sind mindestens 30, 40 Let's Play-Kanäle. Und ich gucke, sagen wir mal so, ich habe abonniert, um es mal so zusammenzufassen, habe ich die Großen auf jeden Fall. Also PizMidi, klar, gucke ich auch viel. Kong, Saraza, dann habe ich noch Zombie, habe ich noch, von dem muss ich aber sagen, gucke ich in letzter Zeit sehr wenig bis gar keine Videos. Dann habe ich noch Debitor LP, von dem gucke ich das Minecraft Hero Projekt, gucke ich mir zum Beispiel an, ja, von ihm, also aus seiner Sicht halt eben, auch sonst auch keine anderen Sicht, glaube ich, doch aus der Sicht von Zombie, ab und zu halt nochmal, okay, aber nicht regelmäßig, auf jeden Fall regelmäßig von Debitor. Was gucke ich mir denn noch so an? Was habe ich noch so für Kanäle abonniert, die vielleicht etwas kleiner sind? Etwas kleiner muss ich wirklich sagen, an Let's Play-Kanälen habe ich nur ein paar. Man muss auch einfach sagen, es gibt nicht viele gute kleine Let's Play-Kanäle. Wir sind auch sehr, sehr klein, aber so war ich es mir ein bisschen einbilde, haben wir doch eine relativ gute Videoqualität und Tonqualität. Vor allem ich jetzt mit meinem neuen T-Bone SSC44, aber auch die anderen mit ihren Headsets, die billig sind. Aber wir machen aus dem, was wir für Mittel auch teilweise haben oder ich auch davor gehabt hatte. Vorher hatte ich ein absolutes Billo-Headset. Man kann auch mit Hilfe von Audacity und Videoschnittprogramm kann man aus dem, was man an schlechter Qualität vielleicht hat, hardwaremäßig, kann man relativ viel machen. Nur man muss sich halt bemühen. Und das ist das, was viele kleine Let's Player gar nicht machen. Da habe ich aber auch schon oft genug drüber philosophiert, über die schönen Aufnahmen mit der Testversion von Bandicam, wo ich immer nur lachen kann. Ja, das ist etwas, was total für mich ein No-Go ist. Ja, und hier sehen wir gerade beim Let's Play, beim Gameplay zum Beispiel, sehen wir hier gerade ein bisschen Kohle gefunden auch. Das heißt, wir finden hier auch schön noch beim Abbauen Ressourcen, die unten drunter lagern. Ist natürlich nice, weil vor allem Kohle und Stein ist ja jetzt nicht unbedingt so ein Abfallprodukt. Das ist was, das werden wir brauchen für unsere Mauern, weil wir müssen ja dann den Cobblestone erstmal in Öfen brennen. Und dafür brauchen wir Kohle und dann brauchen wir halt eben den Stone, um ihn daraus Stone Bricks zu machen, wo wir eben unsere Mauern für machen. Genau so sieht's aus. Ja. Genau, ich war immer noch beim Thema andere Let's Play Kanäle. Ja, wen gucke ich denn sonst noch, muss man ernsthaft sagen. Ich gucke noch Let's Play Kanäle. Habe ich irgendwie 20-30 abonniert, aber mir fallen gar nicht so viele ein. Ich muss wirklich sagen, bei Let's Play Kanälen habe ich wirklich viel mehr abonniert, als wie ich regelmäßig ihre Videos gucke. Ich bin ja schon, muss man sagen, teilweise richtig rabiat. Ich meine, ich gucke die Videos so durch, die am Tag da reinkommen. Und dann habe ich so die festen Videos, die ich immer gucken will. Und dann habe ich so Videos, also so wie bei PeeZee zum Beispiel, Adventure Map gucke ich immer. Oder jetzt Rust, das neue, was die auch Let's Play, gucke ich mir auch dort an. Habe ich mir auch daraufhin gekauft und daraufhin werden wir es auch selbst Let's Playen. Weil eigentlich habe ich sogar bei PeeZee das gar nicht selbst gefunden, sondern Pierre ist das aufgefallen. Ich fand das als erstes gar nicht so cool irgendwie, aber es ist dann mit der Zeit cooler geworden. Obwohl man sagen muss, es ist noch abzuwarten. Ich hab's mir gestern gekauft und hab da mal ein bisschen geguckt, ein bisschen so gespielt gehabt. Ja, die Community scheint irgendwie ein bisschen eine Scheiße geworden zu sein, weil da sind ziemlich viele Leute, die einfach nur direkt dich wieder umbringen. Und, also ich wurde nicht gekillt, aber viele andere wurden gekillt. Und, das macht halt einfach keinen Spaß, wenn du auf den Server kommst und dann läufst du da rum, dann schießt dich direkt irgendjemand, der irgendwie schon tausendmal bessere Ausrüstung hat, knallt dich direkt ab oder haut dem halt einen Pfeil rein. Dann macht die ganze Geschichte nur halb so viel Bock, wenn du direkt gekillt wirst. Aber dadurch, dass natürlich Pia und ich das zusammen Let's Playen werden, erhoffe ich mir da schon ein bisschen, ja, bessere Chancen, vor allen Dingen, wenn wir uns dann mal nach ein paar Folgen wahrscheinlich finden, weil das kann ja immer Ewigkeiten dauern, bis man sich findet. Ja, aber wenn wir uns dann gefunden haben sollten, irgendwie, dann wird es, denke ich, mal geil. Wie es so geplant ist, das Let's Play, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt heute schon kam oder morgen kommt. Tut mir leid, das ist etwas kurzfristig, wie wir das dann auch machen werden.
Oder vielleicht kommt es auch erst in ein paar Tagen. I don't know, but es wird kommen. Weil wir nämlich auch beide wieder uns, wir werden es ähnlich wie bei Minecraft normalerweise machen, dass quasi, ich nehme das Hauptbild wieder auf und Pierre wird links oben auch sein, dass ihr auch seht, wo Pierre aktuell ist und wo er rumhängt und so. Deswegen nimmt Pierre auch auf und es kommt dann als kleines Bild oben rein. Genau, ich denke mal, das ist ganz cool, weil dann seht ihr auch wieder, was Pierre macht und so weiter und so fort. Das denke ich mal relativ cool, gerade dann für den Anfang, wo wir eben nicht zusammen auf einer Stelle hocken. Ist es schon relativ geil, denke ich mal. Ja. Gucke ich mal gerade auf die Zeit. Okay, die Zeit sieht gut aus. Ich glaube, wir haben noch die Hälfte an Zeit. Denn dieser erste Part geht, okay, noch ein bisschen Hammer. Wir sind ungefähr bei der Hälfte. Scheiße, jetzt habe ich mein Programm gerade zugemacht. Okay. Ja, wie ihr seht, ich verbrauche ja auch Unmengen an Eisen eben. Ich glaube, das kann ich jetzt schon mal ein bisschen vorgreifen. Ich glaube, ich habe knapp 1,5 oder 2 Stacks Eisen für Schaufeln und Spitzhacken verbraten bis jetzt. Also es ist schon, ja, nicht wenig, was ich da so verbraten habe. Aber es muss halt eben sein, um so ein Riesenmasse abzutragen. Ich weiß natürlich jetzt, wie die ganze Fläche schon aussieht, weiß ich jetzt schon, aber ihr werdet es auch bald wissen. In ein paar Tagen. Und ich denke mal, es ist geil, so wie es ist. Und ich glaube, es ist auch richtig so, dass ich mir dafür entschieden habe, das in Special-Folgen zu machen. Jetzt möchte ich mal gerade noch Boah, Alter, dieses direkte, spontane Reden ist manchmal echt nervig. Vor allem, wenn ich ja euch was anderes erzählen will, als ihr hier seht, weil das ist ja, muss man sagen, eigentlich komplett öde, was ihr hier seht an Gameplay. Einfach nur Stein, Stein, Stein. Naja. Aber jetzt müssen wir mal gerade einen Moment warten. Da muss ich erstmal gerade ein Schlückchen Wasser zu mir nehmen, weil ich gerade schon seit 16 Minuten mehr oder weniger durchbabbel und das ja, ist gar nicht so einfach, wie man manchmal denkt. Jo, was wollte ich noch? Ach so, Next-Gen-Konsolen. Ja, wie es aktuell aussieht, ist es zumindest so geplant, kann ich jetzt nicht sagen, aber sieht es bei mir so aus, als dass ich mir Ende Januar oder Ende Februar wahlweise, ich weiß es noch nicht genau, mal schauen, werde ich mir die Xbox One erstmal holen, natürlich für 530€ mit dem FIFA 14 Pack, wenn es das bis dahin noch gibt. PlayStation 4 werde ich mir dann irgendwann, sobald es mal wieder verfügbar ist, also 2 Monate später, also ich denke mal so Ende März, Ende April, je nachdem wie es aussieht, werde ich mir dann die PlayStation 4 holen. Ja, kommt halt wie gesagt ein bisschen drauf an. Da habe ich gerade eine sinnlose Aktion gemacht bei dem Gameplay, gerade da muss ich gerade mit mir selbst lachen. Kommt wie gesagt ein bisschen drauf an, wie ich auch die Kohle dafür habe. Aber ich gehe mal stark von aus, so Ende Februar, Ende April, Ende Februar Xbox One spätestens und Ende April PlayStation 4 spätestens. Dann habe ich beide Konsolen. Jetzt fragt ihr euch, warum kaufst du dir 2 Konsolen? Das ist ganz einfach. Xbox One ist erstens mal jetzt schon verfügbar und ich will FIFA 14 endlich auf einer neuen Next Gen spielen, weil das soll jetzt ultimativ geiler sein, wie ich mitbekommen habe und auch in anderen Let's Plays gesehen habe. Das ist schon mal der erste Punkt. PlayStation 4, außerdem wird wahrscheinlich irgendwie Ende Januar werden erstmal alle irgendwie Spätvorbesteller kriegen ihre PlayStation 4 dann endlich mal. Und dann gibt es wahrscheinlich noch mehr Leute, die vorbestellt haben. Das heißt, PlayStation 4 wird sich wahrscheinlich irgendwie noch bis März oder April wahrscheinlich nochmal ziehen, irgendwie bis man die normal bekommen kann. Bis man die halt eben normal bekommen kann. Xbox One, muss man wirklich sagen, ist ja so, man merkt schon krass, dass in Deutschland kaum Leute Xbox One kaufen, weil ich glaube schon nach zwei Wochen, nachdem die Xbox One raus war, gab es schon wieder die Xbox One. Einfach so, das heißt, ich gehe hier in Saturn, habe hier mal geguckt, bin in Saturn gegangen, mal geguckt, dann stehen da einfach Xbox One rum im Pack mit FIFA 14 oder wahlweise auch mit Ghosts und das ohne Probleme. Und da wurde doch oft genug mal aufgefüllt, also da gibt es anscheinend keine Probleme. Zeigt halt nur, dass die meisten Leute eine PS4 haben, aber man muss auch wirklich sagen, viele gerade only FIFA 14, only FIFA Let's Player haben sich die Xbox One gekauft, manche auch nicht, es kommt drauf an, je nachdem wie. Ich muss wirklich sagen, PS4 ist halt aktuell problematisch wegen der Aufnahmesache, die noch nicht geht, das heißt,
dass man halt eben noch nicht aufnehmen kann. Es sei denn, man nutzt halt einen HDMI-Splitter. Darüber kann man dieses HDCP-Signal auch noch knacken. Knacken in Anführungszeichen. Es ist nicht wirklich illegal, weil es natürlich über einen aktiven HDMI-Splitter gemacht wird. Da hat auch Commander Krieger ein sehr gutes Video gemacht, muss ich sagen, wo man das sehr einfach sieht. Aber das muss jetzt nicht ernsthaft sein. Da warte ich lieber bis Ende März, Ende April, bis ich mir die PS4 dann hole und hab dann keinen Stress damit. Weil sonst müsste ich mir noch so einen HDMI-Splitter kaufen und das sind nochmal 20 Euro, ist einfach sinnlos rausgeschmissenes Geld, wenn man dann einen Monat oder zwei Monate später eh das capturen kann, ohne den Stress. Irgendwas wollte ich auch noch zu diesem ganzen Szenario sagen. Ja, ich werde mir halt dann eben, FIFA 14 werde ich dann natürlich auch für beide Konsolen haben. Erstens mal, um ein bisschen flexibel zu sein, was das betrifft. Und zweitens mal natürlich, wenn Leute von euch gehen und spielen wollen, wo wir immer sehr Bock drauf haben. Das geht auch noch auf der PS3. Xbox 360 haben wir leider gar nicht, aber auf der PS3 geht es auch noch. Wir hatten mal irgendwann vor einem Jahr schon bei FIFA 13 diese APK versus Abonnent-Dings gestartet, mit einer Folge, wo ich, glaube ich, gegen Del Boa TV gezockt hatte. Und diese Serie kann gerne weiter befüttert werden. Das heißt, wenn ihr Bock habt, in FIFA 14 ein One-on-One gegen mich oder so, hauptsächlich gegen mich, weil ich die meiste Zeit die Aufnahmekarte habe von uns, die Elgato Game Capture HD. Da habe ich hart gefällt und kam nicht hoch. Oh yeah, das ist richtig harte Fehlerei. Da wollte ich abkürzen, kam aber nicht hoch. Jetzt habe ich es geschafft beim fünften Versuch oder so. Was ich eigentlich sagen wollte, wie ich immer abdrifte, ist manchmal echt scheiße, aber egal. Was ich eigentlich sagen wollte, ist halt, wenn ihr gegen uns spielen wollt, FIFA 14, oder halt hauptsächlich gegen mich, und ihr das halt als Aufnahme auch wollt, dass es auf unserem Channel kommt, haben wir dann kein Problem mit. Wir nehmen das gerne. Wir machen das gerne. Also wir hatten ja mal, wie gesagt, so eine Serie APK fürs Abonnent und die würde ich gerne weiter befüttern. Habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Wie gesagt, wenn ihr ein One-on-One wollt, schreibt uns einfach irgendwie einen Kommentar irgendwo oder am besten einfach eine PN, das ist irgendwie das Einfachste. Dann können wir mal gegeneinander zocken. Und ja, ich kann das schön aufnehmen, ne? Und dann haben wir ein schönes Video auf unserem Kanal, wie ich wieder hoffentlich gewinne, so wie bei FIFA 13 gegen Del Boa TV. Aber naja, werden wir dann sehen. Wie gesagt, wäre cool, wenn ihr Interesse habt, schreibt uns einfach an. Eigentlich das Thema war ja Next-Gen-Konsolen, genau darauf. Ich muss zwischendurch kurze Gedankpausen habe, aber manchmal muss ich einfach nachdenken, was ich sagen will. So, Alter, egal. Manchmal bleibe ich einfach in meinem Kopf hängen, ein bisschen beim Labern, aber ich denke mal, das ist mir zu verzeihen, hoffentlich. Jetzt gucke ich irgendwie auf den Boden. Ja, ich habe während dem 5 Stunden Gameplay aufnehmen auch noch ein bisschen was anderes gemacht. Also Fernsehen nebenbei geguckt und was war es noch? Ja, Fernsehen nebenbei geguckt oder Musik gehört oder was auch immer. Von daher, wenn ich mal kurz irgendwie stehen bleibe, hat das einen Grund, weil ich gerade irgendwie was am Fernseher umstelle oder was auch immer. Von daher entschuldigt das bitte. Weil 5 Stunden 16 ohne Musik, ohne irgendwas anderes nebenbei zu machen, nur Erde und Steinkloppen, sorry, das hätte ich nicht durchgehalten wahrscheinlich. Jetzt muss ich mal gerade auf die Uhr gucken. Ja, ein paar Minütchen haben wir noch, so 5. Wie gesagt, der Part hier wird dann auch so ungefähr 29 Minuten lang. Alle Parts, von diesen 4 Parts, von denen ich jetzt gerade rede, das heißt der 3., 4., 5. und 6. von den Special Parts, ist fast eine halbe Stunde lang. Der 6. Part wird auch fast eine halbe Stunde lang und die anderen beiden Parts in der Mitte jetzt, also die morgen und übermorgen, sind ungefähr 20 Minuten, je nachdem. Das heißt, die Parts sind auch teilweise länger. Ich will es halt auch das Ganze für euch gut und relativ schnell über die Bühne bringen. Die Grundintention dahinter, dass ich es nicht ganz offscreen mache, ist halt, dass ihr das mitbekommt. Was ich hier auch mache, ist gerade rumrennen und gucken, mein Bildschirm wird gerade ausgehen, nein. Hier ist gerade rumrennen und gucken, wie ich denn am besten die Erdschichten abtrage nach hinten. Ihr seht ja die Markierungen, wo unsere Mauern dann später entlanglaufen sollen. Habe ich gerade ein bisschen rumgeguckt, muss halt wie gesagt auch immer mal wieder kurz stehen bleiben und gucken und so weiter und so fort, wie das denn am ästhetischsten ist. Ich sag ganz schön oft und ja. Das ist dann, wenn ich nicht im Gehirn gerade weiterkomme. Aber egal.
Das ist schon nicht so einfach, eine halbe Stunde vor sich hin zu sabbeln und euch hoffentlich, ich hoffe es zumindest mal, zum Teil damit zu unterhalten, was ich für einen Senf von mir gebe. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder irgend so ein Kevin oder, naja, Pierre nicht unbedingt, aber irgend so ein Kevin und sagt, hey, du bist voll scheiße. Kevin macht sich dann gerne über eine Äußerung, die ich in einem kompletten 30-Minuten-Part mache, lustig, wenn ich irgendein Wort nicht richtig sage, aber Kevin würde es niemals selbst hinbekommen, 30 Minuten am Stück zu labern, von daher, ja, Kevin, wenn du das siehst und irgendwas zu kritisieren hast, fuck you. Ja, wir müssen uns auch immer wieder gegenseitig dissen. Ich denke mal, Pierre disst gerne, wenn er Seasons aufnimmt, wo ich unbedingt, ach übrigens, immer noch nicht weiß, wann er, also wann da irgendwie eine neue Folge kommt, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist aktuell noch nichts eingeplant von mir, habe ich auch mit Pierre noch nicht drüber geredet, aber Pierre ist ja aktuell noch ein bisschen gefickt, von daher will ich ihn da auch nicht zu was drängen, wo dann wahrscheinlich nicht so gut werden würde aktuell. Genau, deswegen einfach mal abwarten, wenn ihr da Interesse dran habt, könnt ihr halt mal nachfragen, aber mehr kann man auch nicht machen, denke ich mal, weil, ja, weil es sonst auch nicht gut werden würde, wenn man da jetzt irgendwie etwas anstichelt oder so. Pierre geht es ja aktuell noch nicht so gut, hat ja ein bisschen Probleme. So, also keine Probleme, ihr wisst, was ich meine, ich habe schon ein paar Mal angesprochen. Er hat es auch selber gesagt, wir haben ja, ist ja nicht so, dass wir überhaupt nicht mehr aufnehmen. Ist nur so, dass ja, es ihm manchmal nicht so gut geht, er Rückenprobleme und so weiter und so fort hat, von daher. Und ein paar andere, wisst ihr ja Bescheid, hat er ja, glaube ich, selbst erzählt in Co-op-Season oder sowas, was vor ein paar Tagen rauskam, von daher, ja, passt es schon. Was gibt's denn noch so grob zu sagen? Yo, man. Was wir hier noch weiter planen, ist, denke ich mal, dass ich, wie gesagt, dann erstmal die Mauer ist, das Big Project, was sich über viele, viele Folgen dann ziehen wird, was ich dann halt nicht in einem, klar, das wird dann noch wieder normale Geschwindigkeit, normales Gelaber, alles wie immer. Ist ja logisch, weil wir wollen ja hier nicht nur Speed-Folgen machen. Wird man zwar mehr schaffen, ist aber halt auch mehr Aufwand. Und wie gesagt, was ich gerne mal machen würde, ist Minecraft Feed the Beast spielen. Nur ich muss halt sagen, ich habe da auch noch nicht so die Ahnung, bin da nicht der Oberpro. Und deswegen werde ich vielleicht ab und zu mal zocken. Aber was denke ich mal jetzt die Tage auf jeden Fall kommen wird, sind ein paar Parts von dem Euro Truck Simulator 2. Ist zwar ein Simulator, aber er hat bei mir, glaube ich, schon über 50 Spielstunden, ich glaube, ja, mehr oder weniger 50 Spielstunden in Steam. Ich guck gerade mal. Ich kann ja hier gucken. 58 Spielstunden in Steam und ich habe ihn das letzte Mal am 23.10. gespielt, 2013, also schon fast einen Monat her, als ich ihn das letzte Mal gespielt habe. Aber wie gesagt, in der Zeit, wo ich ihn gespielt habe, habe ich irgendwie 58 Spielstunden produziert. Ist halt ein Spiel, wo man eben wo man mit dem Truck halt hin und her fährt und Sachen von A nach B fährt und dann auch sich quasi so eine eigene Logistikfirma hochziehen kann. Ja, genau. Guckt es euch einfach mal an, das wird irgendwann die Tage kommen. Gehe ich mal stark von aus, dann auf dem 20 Uhr Spot natürlich. Hier spawnen gerade ein bisschen Viecher, weil es da eben nicht ausgeleuchtet war. Das ist das, was ich jetzt mache. Das ist natürlich immer die Problematik, wenn man hier Sachen abbaut, dass dann auf den Spots, wo man Sachen abbaut, direkt Viecher spawnen können. Ist leider so. Ich merke auch, dass ich manchmal ein bisschen weiter, manchmal ein bisschen näher am Mikrofon bin. Das ist, ja. Egal, Leute. Ich denke mal, es ist ertragbar für euch. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Das Gameplay ist gleich vorbei. Und ich sag mal, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.